wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Da kommt zweimal das Wort Tempel Gottes vor und heute ist ja auch das Thema, nämlich wer ist der dritte Tempel? Ja, das ist eine gute Frage, könnt ihr darüber schon nachdenken, bevor der Armin Kleinhoff das verorten wird, wer ist der dritte Tempel? Wir werden jetzt um 10 Uhr praktisch eine Versammlung machen. Der Unterschied ist, es ist halt einfach Sonntag und wir werden heute uns straff an den Vortrag oder an die Predigt oder so halten. Also Vortrag der dritte Tempel und dann danach um 12 Uhr circa gibt es dann ein Mittagessen und das klingt zwar ein bisschen dramatisch und Verabschiedung, aber heute ist praktisch der letzte Tag und da können wir noch ein bisschen zusammensitzen oder uns verabschieden. Vorher möchte ich gerne noch beten und wir werden auch noch ein Lied singen. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind dir dankbar, dass wir uns zu dir hin versammeln dürfen, dass du den Tempel gegeben hast im Alten Testament, auch im Neuen Testament einen Tempel gibst, das sind wir, Herr Jesus, danke, dass ja, wir da sein dürfen, die anbeten dürfen, dass du uns als heilig bezeichnest und als deinen Tempel, dass du in uns Wohnung genommen hast. Ja, Herr Jesus, ich bitte um Weisheit, Ruhe, Kraft für diesen Vormittag, für die Vorträge oder den Vortrag, den wir noch vor uns haben. Mach unsere Herzen offen für deine Botschaft, dass es wirklich ein Same ist, der aufgeht. Lass uns stille werden und ja, einfach staunen vor dem, was für Ratschläge, was für Weisheit in deinem Wort ist. Amen. Amen. Ja, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist ein guter Einstieg für unseren heutigen Vortrag. Und zwar geht es da, wie schon angekündigt, um den dritten Tempel. Und ich habe die Frage ein bisschen so gestellt, wer ist der dritte Tempel? Auch als Hinweis schon, und lieber Achim, bitte um deinen Vortrag oder deine Predigt. Ich darf uns auch alle grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, sage ich immer, der da war, der da ist und der da kommt. Ja. Schön, dass ihr da seid. Heute Morgen haben wir ein, finde ich, auch spannendes Thema, kein so kompliziertes wie gestern mit den 70-Jahr-Wochen, wo man so viel rechnen muss und so viel Text hat. Das ist ein bisschen mehr mit, Dankeschön, mit Bildern und ein bisschen mehr mit, so ein bisschen mehr grafisch. Ja. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einem Modell. Was denn? Höher. So. So. Ja? Okay. Also ein Bild mitgebracht von einem Modell, von dem Tempel vom Herodes, so wie der früher wohl ausgesehen haben soll. Das war der Tempel. Der steht auf dem großen Tempelplateau in Jerusalem. Und hier hinten seht ihr diese vier Türme, ja? Das soll die Burg Antonia sein, wo die Römer drin gewesen sind. Und das war der große Tempelberg, auf dem der Herodes dann den Tempel ausgebaut hat. Ja. Der Herodes, der war in der Rüstungsindustrie, der hat, glaube ich, in Zypern Zinnminen gehabt und mit Zinn und mit Kupfer kann man Bronze herstellen, waffenfähige Bronze. Da hat der Herodes viel Geld verdient mit und mit dem Geld hat er dann den Tempel ausgebaut. Ja. Es war ja so, der erste Tempel ist ja zerstört worden, der Salomonische Tempel. Durch den Nebukadnezar 586 vor Christus. Dann ist er 70 Jahre später wieder aufgebaut worden, 516, Zerubabel. Und dann, das war aber ein ganz kleiner Tempel. Ja, die Leute haben geweint, als sie den gesehen haben, weil sie gesagt haben, der Salomonische Tempel war so prächtig und jetzt haben wir so einen kleinen Tempel. Ja? Und dann hat der Herodes mit seinem Geld, was er verdient hat, den Tempel dann ausgebaut, um sich bei den Juden angenehm zu machen. Weil der Herodes war ja gar kein Jude, das war ja ein Edomiter, der war aus Edom. Ja, und deswegen war das immer schwierig für ihn, die Anerkennung von den Juden zu bekommen. Und um die sich zu erkaufen, hat er ihnen den Tempel dann so schön ausgebaut. Ja? Das war der Tempel, von dem die Jünger zu Jesus gesagt haben, schau mal, was für schöne und tolle Gebäude und was für Steine und wie prächtig der Tempel gebaut ist, ja? Als er auf dem Ölberg ist. Ja? So, und die Juden haben jetzt natürlich, also 70 nach Christus, ist der Titus dann nach Jerusalem runter, eigentlich der Vespasian. Das war der Vater vom Titus. Und die beiden waren vorher im Schwabeländle stationiert, Germania Superior, Obergermanien. Und ich sage mal, die haben beim Daimler
schwäbische Gründlichkeit gelernt, sind dann nach Jerusalem abgeordnet worden und haben mit schwäbischer Gründlichkeit den Tempel abgeräumt. Das erzähle ich immer in Baden-Württemberg, da gucken die mich immer groß an. Da sage ich, ihr seid da ganz nah an der Geschichte dran. Ja? Der Vespasian war vorher in Schottland, von Schottland ist er nach Obergermanien und hat immer seinen Titus, seinen Sohn Titus mitgenommen. Und dann sind sie irgendwann nach Jerusalem abkommandiert worden. Und dann ist Vespasian dann Kaiser geworden in Rom. Und sein Sohn, der Titus, ist in Jerusalem zurückgeblieben und hat dann den Tempel zerstört. Ja? Eine ganz spannende Geschichte, die Flavius Josephus da schreibt. Wenn er mal Zeit hat, bei einer Tasse Kaffee Flavius Josephus zu lesen, der jüdische Krieg, und dann zu lesen über Titus, das ist spannend, was da läuft, ja? Was da, wie da so die Beziehungen waren untereinander. Ja? Gut, also der Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus, und es gab keinen Tempel mehr. Bis heute, sodass man sagen muss, das Judentum ist die einzige Religion, die man nicht ausüben kann. Ja, man kann Hindu sein, man kann Buddhist sein, Christ, ja, sogar Moslem. Es geht alles, aber das Judentum funktioniert nicht. Warum? Weil kein Tempel mehr da ist, weil kein Priester da ist, weil kein Opfer da ist, weil keine Reinigung da ist. Es ist alles weg. Es ist alles weggenommen worden von den Juden. Luther sagt, die Juden sollen erklären, warum sie keinen Tempel haben. Diese Nuss sollen sie selber knacken. Ja? Jetzt ist aber Israel wieder gegründet worden. Und jetzt möchten die Juden natürlich auch gerne wieder ihren Tempel haben. Jetzt steht aber auf dem Tempelberg steht jetzt die Al-Aqsa-Moschee. Ja? Ich habe auch irgendwo ein Bild noch. Ach, das möchte ich auch mit euch erst noch lesen. Und zwar Hebräer 8, Vers 1 und 2. Da steht, das Wichtigste von all dem aber ist, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Jesus Christus. Wir haben, ja? Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet ist. Das ist neutestamentliche Dogmatik. Das ist Dogma. Denn der einzige Tempel, der Tim hat es eben schon gelesen, ja, den es gibt heute, ist die Gemeinde Jesu. Die ist ein Tempel im Geist. Die ist ein Tempel Gottes. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber im Unterschied zu den Juden, die weder Tempel noch Priestertum noch Opfer noch Reinigung haben, haben wir das alles. Ja, wir haben das alles in Christus. Das Dramatische ist, dass das geschrieben wurde zu einer Zeit, als der Tempel noch stand. Das war Ketzerei. Ja, das war Ketzerei. Weil die Juden haben gesagt, wie was, ein Tempel in Korinth mit den unbeschnittenen Goyim? Sind die merkt ihr, der Paulus schreibt ja auch so Sachen. Ja, ihr seid ein Tempel im Heiligen Geist, das schreibt an die Korinther. Ich zeige euch das gleich, 56 nach Christus. Da haben die Juden gesagt, hier ist noch der Tempel. Hier in Jerusalem, ihr könnt ihn anschauen. Aus Stein, aus Holz, hier sind die Priester, hier sind die Opfer. Hier steht doch im Alten Testament, wir sind Tempel. Was faselt denn der Paulus dafür? Ein unsinniges Zeug, als ob es einen spirituellen Tempel bei den unbeschnittenen Korinthern gäbe. Dieser Mann ist vollkommen wirr im Kopf. Das hat man über Paulus gesagt. Ja? Und man hat ihm vorgeworfen, wenn er nach Jerusalem kommt, du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Ja? Wieder den Tempel und wieder das Gesetz. Weil du sagst, dass Menschen ein Tempel im Heiligen Geist wären, wenn sie an Jesus glauben, an diesen Jesus, diesen Zimmermann. Ja? Und du sagst, dass das Gesetz nicht mehr gelten würde, dass ihr frei wärt vom Gesetz. Das sage ich auch, und zwar beides. Und ich begründe das auch immer, warum das so ist. Ja? Für uns heute als Christen ist das leicht verständlich zu sagen, ja, wir sind ja wiedergeboren und sind ja ein Tempel Gottes. Ja? Unser Leib ist ein Tempel Gottes. So sollen wir uns auch verhalten. Ja? Aber so sagt auch der Paulus, wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Also ihr steht alle, wenn ihr gläubig seid, unter dem Schutz Gottes. Unter einem ganz besonderen Schutz. Ja? Das ist auch was Schönes, was man wissen darf. Gerade in so Zeiten wie heute. Ja? Aber das Schöne ist natürlich, das Wichtigste, sagt der Hebräerbrief, von all dem, was er da ausgelegt hat, ist, wir haben alles in Christus. Was wollten uns die Juden geben, was wir nicht schon hätten? Ja, das muss man festhalten. Und wir haben diese in den zionistischen Kreisen halt so eine Verklärung Israels, die eigentlich nicht biblisch ist. Ja? Gut. Trotzdem ist Israel ein interessantes Land. Ich war auch zweimal dort. Ja, das ist auch wunderschön. Da gibt es gutes Essen. Das ist abwechslungsreich. Das ist Geschichte. Das ist Urlaub. Das ist schon schön. Ja, schönes Land. Aber wir kommen an diesen Aussagen des Neuen Testaments nicht vorbei. Ja? Und das eine stört ja das andere auch nicht unbedingt. Ja? Also wir schauen uns mal so ein bisschen die Geschichte vom Tempel an. Das ist die Stiftshütte. Als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, kommen sie an den Berg Sinai.
bekommen dort das Gesetz und dann bekommen sie von Gott der Mose bekommt im Himmel das Original gezeigt und lässt dann die Stiftshütte bauen, ein Zeltheiligtum, was auf der Wüstenwanderung immer abgebaut und aufgebaut werden konnte und wo dann Israel mit diesem Zeltheiligtum 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist, ja, bevor Salomo dann den Tempel baut. Das ist das Innere von der Stiftshütte, ja, ein weißer Umhang aus Baumwolle, hier vorne ein Eingang. Wenn man hier reinkommt, kommt man erst an den Brandopferaltar, dann kommt man an ein Waschbecken, ja, ein Reinigungswaschbecken, dann kommt man hier durch einen Vorhang hindurch ins Heiligtum und hier hinten ist das Allerheiligste und im Allerheiligsten steht die Bundeslade. Ja? Also wir haben einen Vorhof, das ist der Vorhof, wir haben das Heiligtum und wir haben das Allerheiligste. Und wenn man da reinschaut, dann ist im Heiligtum ist die Menora, ja, der siebenarmige Leuchter. Dann sind hier 12 Schaubrote aufgesetzt. Hier ist ein Räucheraltar. Im Heiligtum wird kein blutiges Opfer mehr gebracht. Wir opfern nicht blutig. Wir beten Gott an, im Geist und in Wahrheit. Ja? Und hier ist der Vorhang und wir schauen schon ins Allerheiligste. Hier ist die Bundeslade mit den 10 Geboten, mit dem Stab Aarons, der Blüte und mit dem Manna, was in der Wüste war. Ja? Und wenn ihr das hier euch anschaut, ja, 12 Brote, 12 steht für Israel und der Leuchter steht für die Gemeinde Jesu, ja, aus den Heiden. Dann haben wir also hier die Gemeinde Jesu aus Juden und aus Heiden im Heiligtum stehen und die beten am Räucheraltar an und ihre Zukunft wird das sein, die Vollendung in Christus. Das ist das, das ist ja Neues Testament eigentlich, tief im Alten Testament. Das ist wunderschön, ja, ganz, ganz starke Bilder, die wir haben, ja. Das ist die Bundeslade ungefähr. Kein Farbfoto, ja, die ist verschollen, die Bundeslade. Wenn ihr nach Rom fahrt, im Titusbogen, denn die Menora sieht man dort, ja. Als der Titus das im Triumphbogen hat einmeißeln lassen, das war, als er nach 70 nach Christus dann von Jerusalem nach Rom kam und dort seinen Sieg gefeiert hat über die Juden, da kann man das noch sehen, ja. Jetzt machen wir einen Sprung in die heutige Zeit, so sieht es da heute aus. Hier sieht man die goldene Kuppel vom Felsendom. Und dort soll auch der Tempel gestanden haben, den ich euch eben gezeigt habe. Und dieser Tempel stand auf diesem großen Plateau hier. Das ist der Tempelberg. Ja? Und hier hinten in der Ecke, da soll die Burg Antonia gewesen sein. Ich sage immer soll gewesen sein, weil das nicht gesichert ist. Ja? Man hat von der Burg Antonia hinten überhaupt keine Fundamente. Manche sagen, der Tempel, der stand hier. Der stand hier vorne, weil hier die Gihon-Quelle ist und die Gihon-Quelle ist im Tempel, im Tempelberg, im Tempel hochgekommen als frisches, lebendiges Wasser und dort haben die Juden sich gereinigt. Und manche sagen, dieser Tempelberg hat die Abmessung eines Römerlagers und zwar von Schottland bis Sizilien. Und die Burg Antonia hier hinten, die gab es gar nicht, sondern das hier ist die Burg Antonia, weil da 2 Legionen drin gelagert haben und die brauchen Platz. Das sind ja Soldaten, ja, ich glaube Apollinaris und noch irgendwie eine Ensis, ich weiß es nicht genau, den zweiten Namen fällt mir nicht ein. Also diese beiden Legionen haben da gelagert und die passen hier hinten in die kleine Burg Antonia überhaupt nicht rein. Es passt nicht. Und jetzt gibt es Leute, die behaupten und sagen, der Titus hat mit schwäbischer Gründlichkeit den Tempelberg vollkommen geschleift. Ja, da ist überhaupt nichts mehr übrig. Das ist alles, die Trümmer sind hier unten ins Kidrontal geworfen worden und man beginnt jetzt auch hier auszugraben. Als ich das erste Mal dort war, war hier ein großer Busparkplatz, den hat man weggeräumt und jetzt gräbt man hier aus und findet hier die Davidsstadt. Und der Berg Zion, der hat sich hier praktisch fortgezogen, hier rüber, sag mal so. Und hier vorne stand der Tempel drauf, der Salomonische Tempel und die Gihon-Quelle kam im Tempel als lebendiges, frisches Wasser hoch. Ja? Und die Römer, die waren hier oben und haben von hier oben praktisch runtergeguckt auf den Tempel. Und die orthodoxen Juden, die schimpfen über diese Theorie. Die schimpfen, weil die sind so ärgerlich, weil die beten ja auch auf der Rückseite dieses Tempelberges hier. Hier hinten, hinter den Bäumen runter, da ist diese Westmauer. Ja? Western Wall, die Klagemauer. Und da beten die Juden an. Wäre diese Theorie richtig, dann würden die ja auf der Rückseite eines römischen Militärbauwerks anbeten. Und zwar dort, wo früher die Toiletten gewesen sein sollen. Das ist ein Drama, ja? Ich sage das sehr vorsichtig, aber
Überlegt euch das. Kein Tempel, kein Opfer, kein hohen Priester, keine Reinigung. Keine Tempelmauer. Die haben nichts mehr. Aber das Wichtigste von dem allen ist, wir haben. Und die Juden könnten auch haben, wenn sie denn Christus hätten, hätten sie alles. Ja? Das ist etwas ganz Wichtiges und das muss man auch offen halten für alle Menschen, ja, auf der ganzen Welt und auch für Israelis. Warum denn nicht? Ja? Wer auch immer zu Jesus kommt, dann ist egal, woher er kommt, ja, welche Nationalität er hat. Aber so Theorien gibt es natürlich, die sind heftigst diskutiert worden in Israel. Ja? Ob das so ist, ich weiß nicht, ich bin kein Archäologe, ich kann das nicht sagen. Ja? Was man weiß ist, wenn man das jetzt unterstellen würde, dass das der Tempelberg ist, dass dort halt auf diesem Tempelberg die Burg Antonia gestanden hat. Heute steht dort die Al-Aqsa-Moschee. Entschuldigung, der Felsendom. Hier vorne, das ist die Al-Aqsa-Moschee, das ist der Felsendom. Ja? Und hier, wo die Säulenhalle Salomos war, da steht heute die Al-Aqsa-Moschee. Und dort soll früher der Tempel gestanden haben vom Herodes. Und die Juden möchten diesen Tempel wieder aufbauen. Und zwar seit Jahrzehnten. Ja, seit über 70 Jahren wird aus der ganzen Welt gespendet für diesen Tempel, sodass manche sagen, da ist so viel Geld zusammengekommen, dass die den Tempel 10-mal bauen könnten. In China, Christen in China verkaufen ihre Häuser und spenden ihr Geld nach Israel, damit der Tempel gebaut werden kann. Der dritte Tempel. Und das ist ein Stichwort, wenn ihr das in YouTube eingebt oder irgendwo im Internet, da gibt es ganz, ganz viele, viele Beiträge zu. Und ganz viele Evangelikale sagen, der dritte Tempel muss noch gebaut werden. Ich zeige euch das auch gleich. Die Juden werden diesen dritten Tempel noch bauen. Und man sagt, das steht so in der Bibel. Und das schauen wir uns mal im Detail ein bisschen an. Ja? Weil das sehr spannend ist. Weil ich würde mal die Pointe vorwegnehmen wollen. Wir sind der dritte Tempel. Ja, der erste Tempel war der von Salomo. Der zweite war der von Herodes. Der dritte war Jesus. Brecht diesen Tempel ab. Ja, und ich will ihn am dritten Tage aufrichten, er redet aber vom Tempel seines Leibes. Dann ist ja Jesus ein Tempel gewesen, dann ist Jesus mal in erster Linie der dritte Tempel. Ja, weil Gott in ihm wohnte in Fülle. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Ja, da, wo ihr wohnt, ist euer Haus. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Wenn Gott in Fülle in Christus wohnte, dann ist der Leib Christi ein Haus Gottes, ein Tempel Gottes. Das sagt die Schrift. Er redete aber von seinem Leibe. Ja, und die Gemeinde Jesu ist auch ein Tempel Gottes, weil sie zu Christus dazugehört, wie du eben vorgelesen hast. Ja? Jeder einzelne Christ, weil Gottes Geist in ihm wohnt, ist ein Tempel Gottes. Und die Gemeinde in Gänze weltweit ist auch ein Tempel Gottes. Wir sind dritter Tempel. Ja gut, aber dann wären die Juden ja zu spät. Naja, aber seit 2000 Jahren sind die zu spät. Ja? Ist ja nichts Ungewöhnliches. Sie sind leider zu spät. Sie haben kein Licht. Aber wir Christen sollten Licht haben. Aber was da so alles erzählt wird da zum dritten Tempel, zeige ich euch mal. Der Punkt ist ja auch der, versetzt euch da mal rein. Stellt euch vor, ein orthodoxer Jude kommt zum Glauben an Jesus. Der bekehrt sich, ja? Kommt zum Glauben. Würde der dann noch einen dritten Tempel bauen wollen? Nein. Warum denn nicht? Naja, weil er wüsste, dass er selber ein dritter Tempel ist, ja? Weil er alles in Christus hat, er braucht keinen dritten Tempel. Ja, er braucht das nicht. Jetzt ist aber die theologische Frage, muss nicht auch ein Tempel gebaut werden, weil der Antichrist setzt sich ja in einen Tempel. Ja? Wobei ich jetzt nicht genau gesagt habe, was in der Bibel steht. Und das ist immer das Drama, dass man das nicht genau liest. Denn eigentlich steht in der Bibel, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Ja? Und wo der Unterschied ist zwischen einem eigenwilligen jüdischen Tempel und einem Tempel Gottes, das schauen wir uns jetzt an. Ja? Und gucken mal, ob wir da was finden können und was das auch mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun hat, weil die wird eigentlich der Schlüssel sein, um das zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ja? Also es gibt hier in Israel dieses Tempelinstitut. Und dieses Tempelinstitut, das ist halt so drauf und dran, auf jeden Fall diesen Tempel, diesen dritten Tempel wieder aufzubauen, übrigens einen Herodestempel. Ja? Die wollen ja einen Tempel eines Edomiters aufbauen. Ja, das ist ja, da müsste man sagen, ihr müsstet vielleicht den Tempel von Hesekiel aufbauen. Ja, aber wie könnt ihr denn den Tempel von Herodes aufbauen? Herodes war überhaupt keiner von euch. Ja? Der war aus Edom. Ihr könnt vielleicht den Tempel von Zerubabel noch aufbauen. Das ist so mickrig. Ja? Das war so ein kleiner Tempel nur. Ja? Weil die kamen ja gerade aus der Gefangenschaft. Also das ist nicht rund, was da gesagt wird. Das ist nicht stimmig in sich. Ja? Aber dieses Tempelinstitut arbeitet daran. Und das ist der Chef vom Tempelinstitut, der Rabbi Hillel Weiss. Ein ganz hoch angesehener Rabbiner in Israel.
Und der spricht jetzt über den dritten Tempel und das spiele ich euch mal vor. Guck mal, ob das hier, ich das hier ans Mikro halten kann, ohne dass das koppelt. Ich versuche das ein bisschen zu übersetzen, weil der in Englisch spricht. Ja? Der Messias wird der Richter sein. Der Messias wird der Richter sein und nicht nach dem, er sieht, nicht nach dem, was er hört, sondern nach dem, was er riecht. Glauben Sie, dass der Messias, der Sohn Davids, kommt? Wir glauben, dass er sehr bald kommt, dass es ein Jude ist. Er ist nicht Jesus. Und wenn die Christen das glauben wollen, können sie es glauben. Aber wir ändern unsere Meinung nicht. Wir gehen lieber zurück nach Auschwitz, als dass wir unsere Religion ändern. Wir sind loyal. Und was ist, dass die Christen diesen Messias ablehnen? Ja, wir werden es sehen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Messias. Ja. Dann wurde 2018, irgendwann im Dezember vor Jerusalem, wurde geopfert. Die haben also schon diese Opfer einrichten wollen, haben dort einen Altar gebaut. So yeah, what we've got here is this new Sanhedrin and the dedication of the third temple. Also wir sehen hier die Einweihung des dritten Tempels, das ist unglaublich zu sehen. Wir dachten, das wären Fake News. Wir haben nicht verstanden, dass das wirkliche Nachrichten sind. Wir haben das im Internet gehört. Aber heute Morgen, 10.30 Uhr, sind wir in Jerusalem und wir haben tatsächlich hier ein Einweihungsritual für den Opferaltar des dritten Tempels an Chanukka, dem Tempelweihfest. Und wir haben diese Einweihungszeremonie durch den neuen Sanhedrin, ja, der neu gegründet wurde, 2015. Ja, da gibt es jetzt alle möglichen Dinge noch, die er da erzählt auch, ja. Das geht dann immer noch ein bisschen weiter und die berichten dann auch drüber, was der Tempel bringt, dass er Friede bringt für alle Völker und dass alle Völker dort anbeten können und dass das für Wohlstand sorgen wird. Und wenn der Tempel kommt, dann kommt auch der Messias. Und der Bruder, der das Video gemacht hat aus Amerika, sagt, we are the temple. We are a temple in the Holy Ghost, sagt er. Das ist in Amerika viel verbreiteter als in Deutschland, dieses Denken, wir sind der Tempel. Ja? Scheinbar war die Verkündigung da eher auf diesen Schwerpunkt gelegt. Das ist Dr. Roger Libby. Aber trotzdem, die Bibel spricht ausdrücklich darüber. Ein dritter Tempel wird gebaut werden. Der wird noch kommen. Also diese Periode, in der wir heute noch sind, ohne jüdischen Tempel, wird ein Ende haben. Habt ihr das verstehen können, ja, ne? Also er sagt ganz definitiv, der dritte Tempel wird gebaut werden. Und die Phase, die wir heute haben, ohne jüdischen Tempel, wird ein Ende haben. That's a bold statement, sagen die Amerikaner. Das ist ein mutiges Zeugnis, eine mutige Aussage. Denn die Frage ist ja, ob das in der Bibel vorhergesagt ist. Und als ich mal so ein Video gemacht habe über den dritten Tempel, das erste hat Roger Libby dann auch, da war der erste Kontakt, den ich zu ihm hatte, hat er dann autoaktiv eigentlich einen Kommentar darunter geschrieben und hat gesagt, es gibt ein Abbild, ein Urbild und ein Vorbild des Tempels, ja. Und er hat ja promoviert darüber, den dritten Tempel. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, also vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich freue mich und bin sehr geehrt, dass Sie da kommentieren auf meinem Kanal. Und die Frage, die ich stelle, ist aber nicht, ob es ein Abbild, ein Urbild und ein Vorbild gibt, sondern für mich ist ja die Frage, ob Paulus oder die Apostel im Neuen Testament vorhergesagt haben, dass noch ein dritter Tempel käme. Das ist ja die Gretchenfrage. Danach habe ich nie wieder gehört von ihm, ja, hat sich dann nicht mehr gemeldet. Ist auch nicht so schlimm, ja, aber so war eigentlich so der Kontakt in Bezug von dem dritten Tempel. Jetzt schauen wir uns mal kurz an die Strukturen. Also zu Beginn haben wir die Stiftshütte um 1400 vor Christus. Ja? Das war, habe ich euch eben gezeigt, dieses Zeltheiligtum in der Wüste. Dann wird der erste Tempel gebaut durch Salomo, ungefähr im Jahr 650 vor Christus. Der steht bis 586, da kam der Titus. Ja? Titus hat den dann, Entschuldigung, da kam Nebukadnezar, sorry, so schnell nicht. Ja? Also 586 kam Nebukadnezar, hat den Tempel dann zerstört. Dann kam die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre auch ohne Tempel, circa 516, ihr seht, das sind 70 Jahre, ja? Circa 516 vor Christus wird dann der zweite Tempel gebaut von Zerubabel und der stand bis 70 nach Christus, bis Titus den zerstört hat. Das war die Zeit des zweiten Tempels. Jetzt, wie geht es jetzt weiter? Jetzt müsste ja der dritte Tempel kommen. Ja? Und was sagt die Bibel? Ja, Zerubabel 516.
Genau, Herodes hat drüber gebaut, hat ihn erweitert, das Plateau erweitert, ich glaube, die Mauer nach Westen weiter rausgezogen. Ja? Also Herodes hat ihn eigentlich groß und schön gemacht, sodass er sich erhofft hat, dass die Juden ihn dafür dann akzeptieren würden. Das war so, war praktisch der Sinn, den er da hat. Das war teuer, ja, also es war ein teures Gebäude. Ja? Was sagt das Neue Testament jetzt über den dritten Tempel? Und da gibt es gar nicht so viele Bibelstellen. Du hast schon eben eine vorgelesen, ich glaube 1. Korinther 3, 16, 17, ja, war das? Das sind eigentlich so die Stellen, die über die Gemeinde Jesu als Tempel Gottes im Neuen Testament berichten. Es gibt noch einige andere, Hebräer 8 habt ihr eben gesehen, aber da kann man so relativ schnell und deutlich sehen, wer mit dem Tempel Gottes gemeint ist. Und diese Stelle hier ist natürlich die, wo steht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Und wie das zusammenpasst, das schauen wir uns gleich an. Die Stelle habe ich euch schon gezeigt, ja? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel und am dritten Tag will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Ja, auf Golgatha ist er abgebrochen worden und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Er ist der Tempel des Geistes. Aber die Juden haben das nicht geistlich verstanden, sondern physisch, irdisch. So wie Nikodemus die Wiedergeburt biologisch verstanden hat, so verstehen sie den Tempel baukonstruktiv. So das, was ich hier vor Augen sehe. Ja? Ja? Das ist da. Und so haben die. Sorry, ja, du weißt, du verstehst, hast da Humor, ja. Aber das ist, so haben die Juden das verstanden. Die haben das physisch verstanden, baukonstruktiv oder biologisch. Und was ich nicht verstehe, ist, dass evangelikale Pastoren nach 2000 Jahren Christenheit und im kompletten Neuen Testament das auch so verstehen, als ob die Juden physisch wieder einen Tempel bauen würden und als ob das in der Bibel vorhergesagt ist. Ja? Weil das ist eine spannende Sache. Ja? Gut, also wir haben diese Bibelstellen, aber jetzt, wenn wir das vervollständigen wollten, dann müsste man sagen, ja gut, dann war der dritte Tempel Christus. Das sagt Johannes 2. Ja, er war ein Tempel des Heiligen Geistes, dann wäre er auch ein dritter Tempel. So, und jetzt heißt das also, Christus war auch ein Tempel Gottes. Warum war Jesu Leib ein Tempel Gottes? Weil Gottes Geist in ihm wohnte. Warum sind wir ein Tempel Gottes? Weil Gottes Geist in uns wohnt, wenn wir Christen sind, wenn wir wiedergeboren sind. Ja? Und Jesus und die Gemeinde gehören zusammen und sind der dritte Tempel. Die Juden sind zu spät. Die Juden wollen etwas bauen, was Gott überhaupt nicht von ihnen will. Das kann man daran sehen, wenn man fragt, wenn ein Jude sich bekehrt zu Jesus, will er dann noch einen Tempel bauen? Nein. Ja? Aber die Juden wollen das. Warum? Weil sie Jesus ablehnen, weil sie den dritten Tempel für sich selber wieder haben wollen und wollen einen edomitischen Tempel aufbauen. Also das ist eine seltsame Situation da. Ja? 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Ja? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ja? Also das ist klare neutestamentliche Lehre, der Tempel Gottes ist geistlich. Die ersten beiden waren physisch, der dritte Tempel ist geistlich. Der vierte Tempel in Hesekiel, der ist wieder physisch. Ja? Also wir haben einen salomonischen Tempel, wir haben einen herodianischen Tempel, wir haben die Gemeinde Jesu. Und als vierten Tempel haben wir den Tempel in Hesekiel. Und der wird wieder gebaut werden, da gibt es Baupläne von in Hesekiel. Der passt aber heute nicht nach Jerusalem rein. Dazu müssen erst noch geologisch-geografische Änderungen erfolgen, dass der überhaupt, weil der so groß ist, ja. Soll der ganze Welt soll da ja hinkommen zum Anbeten, ja. Das ist nochmal eine Stelle auch, was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes, ja. Das heißt, die Bibel sagt ganz, bezeugt ganz klar, die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes. So wie wir das hier auch haben, ja. Oder wie man es ergänzen müsste, ja. Das heißt, seit Pfingsten ist die Gemeinde Jesu auch dritter Tempel. Ach so, ja, da kriegt man aber jetzt irgendwie eine ganz andere Perspektive, als wir die bisher gehabt haben. Das heißt, wir haben schon einen dritten Tempel. Was reden die Juden denn da von einem dritten Tempel? Ja? Wann begann die Gemeinde Jesu zu Pfingsten? Das heißt also, wir haben die Stiftshütte, dann kommt der Tempel Salomos, dann kommt der zweite Tempel, der Tempel Zerubabels, und dann kommt die Gemeinde Jesu. Und die besteht aus Christus selber, aus der Gemeinde, die zu Pfingsten begann und aus der Gemeinde aus den Nationen. Da dürfen wir aus Gnaden auch zugehören. Wir sind auch Tempel Gottes im Geist, wenn wir wiedergeboren sind.
Die Gemeinde Jesu besteht aus Juden und aus Heiden, Leuchter und Schaubrote. Ja? Das heißt also, wir haben, wenn wir an Jesus glauben und jetzt nicht Israeli sind, sondern aus Österreich vielleicht, ja, oder aus Deutschland, und haben Gottes Geist, dann sind wir auch ein Tempel Gottes. Das heißt, das ist eigentlich der dritte Tempel. Tja, jetzt ist aber die Frage, was ist denn mit dem dritten Tempel der Juden? Wo soll der denn jetzt hin? Der müsste ja irgendwie auch da noch reinpassen. Ja? Und die Juden, die möchten den eigentlich dahin stellen. Hoho. Merkt ihr was? Wenn die Juden sagen, wir bauen den dritten Tempel, und wenn die Pastoren sagen, die Juden bauen noch einen dritten Tempel, haben die vergessen, dass wir der dritte Tempel sind? Das finde ich schon spannend. Wenn man sagt, Israel ist Gottes Volk, haben die Pastoren vergessen, dass wir Gottes Volk sind? Wie selbstvergessen ist die Christenheit? Wie irdisch gesinnt ist die Christenheit, dass sie zurück zum Sinai geht? Ja? Zurück zu Mose, zurück zu den Geboten, zurück zum Alten Testament, zurück zu einem Tempel, zu einem physischen Tempel, wo das Neue Testament klar bezeugt, es gibt einen geistlichen Tempel, der seid ihr. Wie selbstvergessen ist die Christenheit, wenn sie das alles behauptet? Wie weit entfernen wir uns vom Wort Gottes? Dass das, was ich sage, politisch nicht mehr korrekt ist, liegt ja nicht an der Bibel. Oder Entschuldigung, auch nicht an mir. Das liegt an unseren politischen Verhältnissen. Ja? Aber das ist christliche Dogmatik. Die Juden möchten gerne diesen Tempel dort bauen. Aber wir sind dritter Tempel. Ja? Das heißt, der dritte Tempel, der passt da nicht hin. Jetzt haben wir 2000 Jahre Gemeinde Jesu gehabt. Angenommen, die Juden würden den hier hinten noch bauen wollen. Dann wäre das ja so, dass die praktisch die Zeit der Gemeinde überspringen wollen und wieder hieran anknüpfen wollen, an den Tempel Zerubabels oder vielleicht auch an den Tempel des Herodes. Warum? Weil sie die Gemeinde Jesu nicht akzeptieren und weil sie seit 2000 Jahren, Entschuldigung, mit Römerbrief verstockt sind. Das gibt's für sie nicht, Christentum, dritter Tempel im Geist. Ja? Das heißt, aus jüdischer Perspektive sind die halt irgendwann hier, als der zweite Tempel zerstört worden ist, zerstreut worden unter alle Völker, und Hashem hat sie wieder heimgebracht und jetzt wollen sie auch wieder einen Tempel haben und wollen dann einen dritten Tempel vom Herodes aufbauen. Ja? Was ein vollkommener Unsinn ist. Das heißt also, der jüdische dritte Tempel, das ist ja auch die Frage, ist denn der Tempel ein Tempel Gottes? Das ist eine Kampfansage ans Christentum. Einverstanden. Das ist eine Kampfansage ans Christentum. Und da gibt es noch viel mehr so Sachen, die so ganz unterschwellig irgendwo kommen. Also gerade diese Sache, ich habe das immer gehört, Israel ist Gottes Volk, ja. Und das war für mich echt ein schwieriger Prozess. Ich habe sogar mit meiner Frau habe ich Geduld haben müssen, ja, bis sie das langsam verstanden hat. Und sie sagt zu mir, du musst auch mit den Leuten geduldig sein, die hören das immer anders. Und ich sage, ja, da hast du recht, ja. Ich habe immer gehört, Israel ist Gottes Volk, ja. Und ich würde aber sagen wollen, Israel war Gottes Volk und Israel wird auch wieder Gottes Volk. Gar keine Frage. Aber jetzt sind wir Gottes Volk. Wir sind Gottes Himmelsvolk. Das schreibt Petrus, 1. Petrus 2. Ja? Ihr seid das auserwählte Volk. Ihr seid das Volk, ihr seid ein königliches Priestertum. Ja? Die ihr vorher nicht in Gnaden wart, jetzt aber in Gnaden wart, seid. Ja? Ihr seid Gottes auserwähltes Volk. Das schreibt Petrus an die Christen, nicht an die Juden. Hosea, genau, ja. Also wenn man mal den Faden aufnimmt, sieht man das überall. Wenn wir als Christen sagen würden zu einem Rabbiner, Israel ist Gottes Volk, dann würden die Rabbiner sagen, nö. Also 10 Stämme von Israel sind auf jeden Fall mal nicht Gottes Volk. Ja? Das heißt, sogar ein Rabbiner würde uns Lügen strafen, wenn wir sagen, Israel ist Gottes Volk. Die Gemeinde Jesu ist Gottes Volk. Dass das politisch nicht korrekt ist, da kann ich halt nichts für. Das ist biblische Lehre, ja. Und dass das jetzt hier wieder gebaut werden soll, da ist jetzt die große Frage, alle sagen, ja, der Antichrist setzt sich in den Tempel und lässt sich da verehren. Und Theologen aus der Schweiz, die sagen das so, die Juden werden wieder einen Tempel bauen, in den Tempel wird sich der Antichrist setzen, der wird dort den schlimmsten Götzendienst vollziehen, der jemals vollzogen wurde, dann wird er dort göttlich verehrt werden, dann kommt Jesus wieder, wird den Antichrist töten, wird dann den Tempel reinigen, woher man das hat, weiß ich nicht. Und wird den Tempel dann ausbauen zum Hesekiel-Tempel. Das findet ihr bei Roger Libby. Ich würde sagen, der dritte Tempel, wenn die Juden den bauen sollten, vielleicht bauen sie einen. Ja, vielleicht bauen sie einen. Menschen tun viele Dinge. Es kann sein, die bauen ihn, es kann sein, die bauen ihn nicht. Ich habe da keine Meinung zu. Warum? Weil die Bibel da nichts zu sagt.
Für mich ist nur die Frage, ist ein dritter jüdischer Tempel für die Endzeit vorhergesagt in der Bibel? Und das, glaube ich, ist nicht vorhergesagt. Es kann aber sein, dass die Juden trotzdem so ein Ding bauen. Ja? Weil in Brasilien steht ja auch einer. Ja, da haben sie den Herodes-Tempel ja auch nachgebaut. Ja? Menschen tun viele Dinge. Aber es wäre ein eigenwilliger Tempel, den die Juden bauen, den sie nicht im Auftrag Gottes bauen. Warum? Weil Gott nicht will, dass Israel einen Tempel baut, sondern dass Israel sich zu seinem Sohn bekehrt. Das will doch Gott. Was ist denn los mit uns? Wir sind da total vernagelt. Versteht ihr? Wir brauchen so ein bisschen geistliche Chiropraxis. Wir müssen wieder ein bisschen eingerenkt werden, damit wir zum Wort Gottes zurückfinden. Ja, also das sind grundsätzliche Themen, die wir hier eigentlich haben und wo wir uns eigentlich auch fragen müssen, ist denn der jüdische dritte Tempel überhaupt ein Tempel Gottes? Denn der Antichrist setzt sich nicht in den Tempel und lässt sich dort verehren. Er setzt sich in den Tempel Gottes. Und was das für Probleme induziert, zeige ich euch mal gleich in der Exegese. Ja? Die Frage, die wir erst nur stellen wollen, ist der jüdische dritte Tempel denn überhaupt ein Tempel Gottes? Jetzt stellen wir uns mal die Frage, können wir oder kann Gott die blutigen Opfer im Tempel anerkennen? Nein. Warum nicht? Weil Jesus das endgültige Opfer ist. Ja? Das ist doch, glaube ich, auch relativ klar. Ja? Also nein. Ja? Können wir oder kann Gott den hohen Priester anerkennen? Nein. Wir haben schon einen. Ja? Also auch nein. Ja? Nächste Frage, können wir oder kann Gott eine alttestamentliche Priesterschaft anerkennen? Nein. Warum? Dankeschön. Wir sind Priesterschaft, ja, im Neuen Testament. Und auch Juden, wenn sie an Jesus glauben würden, zu der geistlichen Priesterschaft dazugehören. Aber die alttestamentliche Priesterschaft ist vorbei. Wer sagt das? Der Hebräerbrief. Ja? Der sagt ja, wo das Priestertum sich geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Das Priestertum ist geändert vom aaronitisch-levitischen Priestertum in das Priestertum Melchisedeks, in das Priestertum Jesu Christi. Wir haben ein anderes Priestertum. Wo das Priestertum sich geändert hat, sagt der Hebräerbrief, Hebräer 7, Vers 12, muss sich auch das Gesetz ändern. In das Gesetz Christi, in das Gesetz des Geistes, in das Gesetz der Freiheit. Und das hören wir heute nicht mehr. Das hat Europa bewegt. Das hat ganz Europa ins Christentum reingeführt. Und das hören wir heute nicht mehr. Wir hören über das Chanukka-Fest und über Passa, wie man Passa feiert in Israel. Da hören wir mehr drüber als über die Rechtfertigung in Christus. Das ist die Armut der Christenheit. Wir verwechseln etwas, ja, etwas Grundlegendes. Also gut, können wir oder kann Gott eine alttestamentliche Priesterschaft anerkennen? Nein, weil die geendet hat. Die gibt es nicht mehr. Und das ist ein Skandal fürs Judentum. Ja? Ja? Kurze Frage, die Menora stellt die Gemeinde da, symbolisiert, wofür stand die Menora im Alten Testament? Ich glaube auch da schon für die Gemeinde, prophetisch. Da schon? Ich glaube, wenn man die in der Stift, ich glaube, die Juden wussten keine Bedeutung der Menora oder des Schaubrottischs. Denen wurde gesagt, stellt das auf. Und die haben das dann gemacht und haben das aufgestellt, aber eine tiefere Bedeutung hatten die da keine. Aber es muss ja beides aus Christus kommen. So natürlich. Das ist, als auch das Brot. Dankeschön, einverstanden. Also, wir sehen schon, dass das wohl kein Tempel Gottes sein kann. Weil das, was dort dann praktiziert werden soll, wenn in diesem Tempel ein Gottesdienst nach einem alttestamentlichen Ritus durchgeführt wird, ist der überhaupt nicht mehr in Gottes Wohlgefallen. Weil der nämlich das Blut seines Sohnes mit Füßen tritt, Hebräerbrief. Ja? Dann ist das auch kein Tempel Gottes. Sondern dann würde ich sagen, dann ist das ein eigenwilliger jüdischer Tempel. Das kann man, glaube ich, sagen. Dass die Juden das machen ohne Auftrag Gottes. Wenn denn einer gebaut wird. Es kann sein, die bauen einen. Ja, ich weiß es nicht. Es kann sein, sie bauen keinen. Ja, ich kann das auch nicht leugnen. Ich würde aber auch nicht sagen, das muss gebaut werden. Weil ich glaube, das steht nicht in der Schrift, dass das zwingend kommen muss. Es steht etwas anderes in der Bibel. Das schauen wir uns gleich mal an. Also der jüdische dritte Tempel ist eigentlich ein eigenwilliger Tempel, aber kein Tempel Gottes. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil der Antichrist setzt sich ja da rein. Ja? Wir haben ja in 2. Thessalonicher steht ja, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Das heißt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Und jetzt haben wir ein Problem. Weil es würde ja bedeuten, der Antichrist setzt sich in alle Kirchen in Europa oder in alle Kirchen weltweit, in alle Gemeinden. Kann er nicht. Warum? Er ist doch der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Er ist ein Mensch.
Jetzt hat sich die evangelische Kirche, da weiß ich es halt, bei der katholischen kann ich nicht genau sagen, ich glaube, das ist aber ähnlich. Die Kirchen, die Landeskirchen, die großen Amtskirchen, die haben gesagt, ja gut, der Antichrist, der setzt sich in den Tempel Gottes derart, dass sich unbiblische Lehren in die Kirche hineinschleichen und dort vertreten werden. Ich sage, ja, man versucht dann beim Tempel Gottes zu bleiben, der ja durchgängig in der Bibel ein Bild ist auf die Gemeinde oder auf die Kirche Jesu Christi. Weil es ohne Ausnahme wird der Tempel Gottes im Neuen Testament immer auf Christus oder auf die Christen bezogen. Ohne Ausnahme. Aber hier hat man jetzt ein Problem. Weil es würde ja heißen, dass der Mensch der Sünde sich in den Vatikan, jetzt, ja, da in Johannes Pauls seine Kirche da in Rom, oder wie soll man das verstehen? Das kann man nicht verstehen. Und dann hilft man sich mit so einer Hilfskonstruktion und sagt, ja gut, das sind unbiblische Lehren, die sich in die Kirche einschleichen. Das ist damit gemeint. Ja? Dann bleibt man hier mit dem Tempel Gottes so bei der Christenheit. Jetzt kommen aber die Evangelikalen so in den letzten 100, 150 Jahren und sagen, nee, wir sehen das anders. Jetzt ist ja Israel wieder gegründet worden. Die Juden, die bauen einen Tempel und der Antichrist, der setzt sich in den Tempel rein. Das ist unsere Lösung für diesen Vers. Und beides passt nicht. Ja? Wir haben ja gesehen, dass der Tempel, wenn die Juden einen Tempel bauen würden, da dürfen übrigens alle Völker rein, nur ihr nicht. Weil ihr an Jesus glaubt. Und wer an Jesus glaubt, an den Sohn Gottes, der macht aus einem Menschen Gott. Und das ist Götzendienst. Und deswegen dürfen alle evangelikalen Christen in diesen Tempel nicht rein. Da dürfen Hindus rein, da dürfen sogar Moslems rein. Da darf die ganze Welt rein, aber nicht die Christen, die seit 70 Jahren spenden dafür. Amen. Wir haben ja auch einen Tempel schon. Ja? Ja? Aber das muss man halt wissen. Und dem Judentum steht der Islam näher als das Christentum. Ja? Muss man sich ein bisschen in die jüdische Perspektive versetzen. Ja? Also das ist auf jeden Fall eine Perspektive, die man mal einnehmen muss. Und jetzt bleibt aber hier keine Lösung übrig, wie man diesen Vers auslegen soll. Also man kann natürlich sagen, da schleichen sich unbiblische Lehren in die Kirche Gottes rein. Ja, würde ich sagen, es geht aber um den Mensch der Sünde. Das ist ein Mensch, der Antichrist. Ja? Und der kann sich nicht zeitgleich in alle Kirchen weltweit setzen. Wieso sitzt der denn da auch? Setzt er sich da hin, dann sitzt er da. Ja, und dann? Ja? Ja? Was macht das Sinn? Das macht doch keinen Sinn. Okay, aus Verlegenheit hat man gesagt, naja gut, Israel ist wieder da, die Juden bauen einen Tempel und der Antichrist setzt sich in den Tempel. Und den Tempel bauen die Juden eigenwillig und da geht der Antichrist rein und dann kommt Jesus und reinigt den Tempel und baut den dann aus zum Hesekiel-Tempel. Da würde ich sagen, lieber Bruder, Gott baut nie auf menschlichen Grund. Werdet ihr einverstanden mit mir? Er baut auch nicht seinen vierten Tempel, seinen Hesekiel-Tempel, auf den Grund eines dritten Tempels, der eigenwillig von den Juden errichtet wurde. Und vor allem baut er den Hesekiel-Tempel nicht auf die Fundamente eines Tempels, in dem der schlimmste Götzendienst getrieben wurde, der jemals in der Menschheit vollzogen worden ist. Das schreibt er hier, Paulus, an die Thessalonicher. Das tut Gott nicht. Nein, Gott bricht alles ab und macht alles neu, bei uns ja auch. Gott veredelt ja nicht den alten Menschen, sondern er schenkt eine neue Natur, die nach Christus ist. Und die alte wird vergehen und wieder zur Erde werden. Und die neue gehört in den Himmel und da wird sie auch sein. Das macht Gott. Aber ich kann doch nicht sagen, dass Gott auf diesem eigenwilligen jüdischen Tempel dann den irgendwie reinigt und dann in den vierten Hesekiel-Tempel draus baut. Das waren eben die Bilder. Ich wollte nicht so sehr im Detail darauf eingehen. Die seht ihr aber im Internet. Für mich ist das vollkommen absurd, was da zum Teil gepredigt wird. Hanebüchen, sagt man, glaube ich, ja? Das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Okay, also was machen wir jetzt damit? Da kommen wir jetzt überhaupt nicht weiter. Hängen im Schacht, haben wir gesagt bei der Bundeswehr, ja? Gibt es nicht raus und nicht rein, ja? Und so geht es uns jetzt eigentlich mit der Bibel auch. Weil das eine passt nicht und es macht keinen Sinn und das andere passt auch nicht, ja? Die Lösung dafür wäre die Wiedergeburt Jerusalems, ja? Ich nehme das nur vorweg. Das ist dramaturgisch schlecht, aber das ist vielleicht für den Kopf einfacher, ja? Wir kommen gleich da drauf, ja? Die biblische Perspektive, die sieht so aus. Stiftshütte, erster Tempel, zweiter Tempel, dritter Tempel, Gemeinde Jesu, besteht aus Jesus, Pfingsten, der Gemeinde aus den Nationen und am Ende der im tausendjährigen Reich kommt dann der vierte Tempel, der Tempel Hesekiel. So wäre mein Vorschlag und wäre meine Sicht für das, was die Bibel uns zeigt. Und der dritte jüdische Tempel, den gibt es nicht. Das ist eine Chimäre. In der Bibel gibt es den nicht. Kann sein, die Juden bauen einen. Ja?
Dann würde ich sagen, ja, sie haben einen gebaut, aber es steht nicht in der Bibel. Ist nicht vorhergesagt in der Bibel. Kann sein, die Juden bauen keinen. Dann habe ich auch kein Problem. Ja? Ich habe nur ein Problem damit, wenn man sagt, die Juden bauen einen, das steht in der Bibel. Da habe ich ein Problem mit. Ja? Ich zeige euch auch ein bisschen noch ausführlicher, warum. Okay, also was wir tun, wir sehen nicht auf das Sichtbare, auf den jüdischen Tempel. Nicht wie Nikodemus, biologisch, baukonstruktiv. Ja? Sondern wir sehen auf das Unsichtbare, wir sehen auf den dritten Tempel der Gemeinde Jesu. Denn was sichtbar ist, der jüdische Tempel, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, die Gemeinde Jesu, das ist ewig. Das Gelbe steht nicht in der Bibel, ich habe das eingefügt, ja? Aber um aufs Unsichtbare sehen zu können, da braucht man spezielle Augen, oder? Wer hat die denn? Die braucht man. Wenn man die Augen nicht hat, kann man das nicht sehen. Wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Weil wir schauen auf das Unsichtbare. Deswegen halten uns ja viele für Gaga. Weil die schauen auf Sichtbare, auf die Orgel, auf die gotischen Gewölbe, auf die Hostie, auf die, ich weiß es nicht, auf die Menorah, auf den Tempel, auf Chanukka, auf die Mutter Maria und ich weiß es nicht, ja, auf Sichtbare. Und die Christenheit in der Endzeit ist irdisch gesinnt, ja, und die schaut aufs Sichtbare und bleibt im Sichtbaren verhaftet, ja, weil sie nicht mehr geistlich sehen kann. Paulus sagt aber, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wisst ihr das nicht? Wissen das die Pastoren nicht? Wieso stellen die sich dahin und sagen, der muss noch gebaut werden? Weiß der Bruder das nicht, was der da sagt? Denn es ist ja so, dass die Juden einen Tempel Gottes bauen und dass wir der Tempel Gottes wären, das geht gleichzeitig nicht. Entweder bauen die Juden einen Tempel Gottes, dann seid ihr kein Tempel Gottes. Oder wir sind ein Tempel Gottes, dann können die Juden keinen Tempel Gottes bauen. Ja? Es widerspricht sich. Das wäre so, als ob das Alte Testament wieder auflebt und das Neue wird einfach gelöscht. Da geht es hier drum, so kapital ist das, ja? Okay, also wann schreibt Paulus das denn an die Korinther? Ja? Ungefähr 56 nach Christus, habe ich ja erst meine Scofield-Bibel raus, ja? Deswegen finde ich die so wertvoll, weil die so Anmerkungen da schon mal hat. Das heißt, Paulus schreibt 56 nach Christus, ihr Korinther, ihr seid ein Tempel Gottes. Und wehe, wer euch verdirbt, als Rabbiner. Überlegt euch das mal, wie weit der, das ist unglaublich. Keiner der Apostel hat sich so weit vom Judentum entfernt wie der Paulus. Der hat alles da hinten gelassen. Der sagt, ich achte es alles für Kot, auch was ich bei Gamaliel gelernt habe, weil ich Christus habe, Nobelpreis. Ja? Ich habe alles in Christus. Ich kann sogar mit den Türken auf der türkischen Hochebene, kann ich Schweinefleisch essen und mich über Jesus freuen. Diese Freiheit hatte Paulus. Das ist großartig. Und dann kommt der Petrus. Ja, ging am Anfang, dann kommen seine Freunde aus Jerusalem und dann hat er sich woanders hingesetzt zum Essen. Ja? Und Paulus sagt, wenn du als Jude nicht jüdisch lebst, warum zwingst du denn die Heiden jüdisch zu leben? Ja? Das ist ein knackiger Satz, finde ich. Ja? Also ich würde mir wünschen, Dinge so kurz ausdrücken zu können. Ja? So, jetzt schreibt Paulus, dass 56 nach Christus stand der jüdische Tempel da noch? Ja. Wann ist der zerstört worden? 70 nach Christus. Also der hat noch 14 Jahre gestanden. Und 14 Jahre haben sie gesagt, der Paulus ist ein Wirrkopf, ein Verrückter, ein Irrsinniger, weil hier ist doch der Tempel. Ja, ihr könnt ihn anfassen. Kommt doch nach Jerusalem, ihr könnt ihn anfassen. Stein und Beton und Holz ist alles da, baukonstruktiv. Ihr könnt ihn sehen, aber mit den Augen. Paulus hatte andere Augen. Paulus hat etwas anderes gesehen. Und der schreibt das. Und 14 Jahre später wussten sie dann auch Bescheid, dass der Tempel... als der Tempel zerstört wurde, ja? Aber sie haben dann ein neues Rabbinentum entwickeln müssen, weil sie keinen Tempel mehr hatten, keine Priester, keine Opfer. Und dann ist das Rabbinentum nach 70 nach Christus ist ein anderes Judentum als das im Alten Testament. Das muss man auch wissen. Das ist etwas anderes, weil die mussten ja das Fehlen des Tempels für sich erklären. Mit dem Fehlen des Tempels hat das Judentum aufgehört zu existieren, weil es ins Mark getroffen wurde, weil der Tempel weg war. Und das Priestertum und das Opfer. Juden müssten, Entschuldigung, heute eigentlich laufen und müssten unrein, unrein rufen, wenn sie durch die Fußgängerzone gehen. Das steht im Tanach. Ja? Wir aber haben, und sie könnten auch haben, wenn sie denn Jesus hätten. Und auch für Juden gibt es nur einen Weg. Und es ist so schön einfach. Es gibt für alle Menschen nur einen Weg. Es gibt keine 2 oder 3 oder 5 oder 15. Es gibt nur einen Weg, auch für Juden, Jesus Christus. Und wenn sie den hätten, würden sie keinen Tempel mehr wollen. Jesus sagt, mehr als der Tempel ist hier. Amen, ja, er ist mehr als der Tempel. Ja?
Also wir können das nicht überschätzen, wer Jesus ist. Ja? Jetzt ist aber das Spannende, dass ja doch noch ein Tempel für die Endzeit verheißen ist. Ja? Weil im 2. Thessalonischer Brief steht von dem Widersacher, der sich in den Tempel Gottes setzt. Der setzt sich da auch nicht hin, der setzt sich dort ein. Ja? A sitting president, sagen die Amerikaner. Das heißt nicht, dass der Trump sitzt oder der Biden, sondern das heißt, dass der amtiert. Das ist der amtierende Präsident, heißt im Englischen a sitting president. Das heißt, der Antichrist setzt sich hier ein. Der wird sich hier als Gott einweihen lassen, als Gott verehren lassen. Das ist ein Ritual, was da stattfindet. Ja? Das heißt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes und Offenbarung 11, es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, stehe auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Schon wieder der Tempel Gottes. Und jetzt haben wir ein Problem, weil bei den anderen Bibelstellen wissen wir ja immer, der Tempel Gottes ist die Gemeinde Jesu, in Korinth, in Ephesus und auch hier, ja, das ist Handgepäck für uns. Aber die zwei Bibelstellen, die sind nicht auszulegen. Ja, da haben wir ein Problem. Und zwar die Version des jüdischen Tempels passt so wenig, wie die Version, dass sich antichristische Lehren in die Kirche einschleichen würden. Ja? Jetzt schauen wir uns mal diese Bibelstelle an. Punkt 1, der dritte jüdische Tempel ist kein Tempel Gottes oder wird kein Tempel Gottes sein oder wäre kein Tempel Gottes, sondern wäre ein eigenwilliger Tempel. Ja? Punkt 2, der Tempel, den Paulus und Johannes meinen, der muss physisch und geistlich gleichzeitig sein. Der Tempel, der hier beschrieben ist, ja, der muss physisch und geistlich gleichzeitig sein. Warum muss das denn ein physischer Tempel sein? Weil sich der Antichrist als Mensch ja da hineinbegibt. Und wenn ich mich als Mensch irgendwo hineinbegebe hier, dann muss das physisch sein, weil wir in drei Dimensionen leben. Ja? Das heißt, wenn der Antichrist sich in einen solchen Tempel hineinbegibt, muss der physisch sein, baukonstruktiv. Ja? Aber er muss auch geistlich sein. Warum? Naja, weil es ja ein Tempel Gottes ist. Und der Tempel Gottes ist ja laut Hebräer 8 der einzige Tempel, der durch Christus gekommen ist, den Gott selber erstellt hat. Ja? Das heißt, wir suchen hier etwas, was sowohl geografisch verortbar ist und physisch ist, als auch ein geistlicher Tempel ist. Der muss beides gleichzeitig sein, das, was Paulus hier meint. Und da gibt es nichts. Ja? Denn die Gemeinde Jesu in der Nation, die hat zwar Gebäude gebaut, gotische und barocke Kirchen, ja, aber im Prinzip ist das ja nicht das, was die Gemeinde ausmacht. Die Gemeinde ist ja eine geistliche Körperschaft. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber etwas Physisches, wo der Antichrist sich als Mensch hineinbegeben könnte, etwas Dreidimensionales, was die Gemeinde auch nicht ist. Das heißt also, dass wir für diese Bibelstellen keine Erklärung haben. Und deswegen haben wir das Problem mit der Exegese, was ich euch jetzt geschildert habe die ganze Zeit. Ja? Wenn wir uns aber vorstellen könnten, ja, Moment, ja, genau hier. Also physisch muss der Tempel sein, weil der Antichrist sich in persona dort hineinsetzen wird oder dort einsetzen wird. Und geistlich muss der Tempel sein, weil es ein Tempel Gottes sein wird. Und wenn wir uns vorstellen könnten, dass in der Endzeit, und jetzt wird es halt spannend, ja, jetzt das war alles Vorrede, ja. Wenn wir uns vorstellen könnten, dass in der Endzeit die ganze Stadt Jerusalem an einem Tag wiedergeboren wird, dann wären ja alle Menschen, die dort in Jerusalem sich aufhalten, wären ja dann Christen, auch wenn sie vorher vielleicht Juden waren zum allergrößten Anteil, aber die hätten sich ja zu Jesus Christus bekehrt, dann wären die ja wiedergeboren. Ja? Wären die dann auch geistliche Priesterschaft? Ja, genauso wie wir, oder? Man müsste ja fast sagen, noch mehr als wir, weil denen gilt ja die Verheißung aus dem Alten Testament, ja? Wir sind Gnadenwahl, ja? Wir sind dazugekommen, Jesaja 54. Ja, wir sind eigentlich zuerst den Juden und dann auch den Griechen, sagt Paulus. Auch die Verheißung, zum Leib Christi zu gehören, gehört zuerst den Juden und dann auch uns. Aber am Ende auch wieder den Juden. Und am Anfang der Gemeindezeit mussten die Juden lernen, dass die Heiden auch dazugehören zum Leib Christi. Und das war schwierig. Das ist denn Paulus teuer geworden. Am Ende der Gemeindezeit müssen die Heidenchristen lernen, dass Jerusalem auch noch zur Gemeinde dazugehört. Und es müsste für uns sehr leicht zu verstehen sein. Das damals war viel schwieriger.
für uns Christen heute müsste das so leicht zu verstehen sein, weil wir das ja schon kennen von Pfingsten. Das ist ja schon mal passiert in Jerusalem, Wiedergeburt. Und nichts anderes wird wieder kommen, ja? Es kommt das, was schon war. Und wer seine Bibel kennt, für den müsste das eigentlich, der müsste sagen, ja, natürlich, das passt. Ja, und jetzt komme ich wieder zu meinem Sätzlein, dass ich so wenig verstehe, warum die Pastoren das so wegschweigen, ja? Es ist ja keine Raketentechnologie, ja? No rocket scientific, ja? Das ist relativ einfach zu verstehen. Okay, jetzt machen wir unsere Perspektive noch vollständig, weil hier noch etwas fehlt. Und zwar fehlt das noch. Das heißt, die Gemeinde Jesu besteht aus Christus, Jesus Christus, sagt er selber in Johannes 2, dann aus der Gemeinde zu Pfingsten, aus den Juden, der Gemeinde aus den Heiden und der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit. Und wenn ihr jetzt gute Augen habt, dann könnt ihr sehen, Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Habt ihr gute Augen, ja? Sachaja, Nachtgesicht, ja? Das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Die Gemeinde Jesu kommt zusammen. Das sieht Sachaja. Hier kommen ganz viele Punkte zusammen, ja? Und das ist wichtig für mich, für meine Argumentation, dass das belastbar ist, ja? Und dass es glaubhaft ist. Das heißt, das ist die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu, die besteht halt aus Christus, aus der Gemeinde zu Pfingsten. Habe ich schön gemacht, oder? Ja. Habe ich lange gearbeitet dran, ja. Aus der Gemeinde aus den Nationen, aus der Wiedergeburt Jerusalems. Und das alles ist dritter Tempel. Wir sind der dritte Tempel. Ja, das wird langsam gewöhnt, man sich an den Gedanken versteht. Ein bisschen die biblische Perspektive ist eine ganz andere, als wir heute erzählt bekommen. Und wie kann man hergehen und sagen, das wird aufhören, die Zeit ohne Tempel wird aufhören, es wird einen dritten Tempel geben. Ja, natürlich. Seit 2000 Jahren ist die Zeit schon vorbei. Wir haben seit 2000 Jahren einen dritten Tempel. Ja, das alles ist dritter Tempel. Und wenn der dritte Tempel entrückt ist, dann kommt der vierte Tempel in Hesekiel und dann ist die ganze Tempelgeschichte abgeschlossen. Das ist das, was die Bibel uns zeigt. Ja? Das heißt also, jetzt gehen wir zurück zu unseren beiden kritischen Bibelstellen. Der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Was meint denn Paulus damit? Der Paulus wusste, dass Jerusalem wiedergeboren wird. Das kann man sehen aus 1. Thessalonicher 5 und auch 2. Thessalonicher 2. Weil die Art und Weise, wie er dort formuliert, lässt nur darauf schließen, dass er davon wusste und mit den Thessalonichern darüber gesprochen hat. Der Briefwechsel zwischen Paulus und den Thessalonichern ist auf einem viel höheren Niveau, als wir das glauben. Was da ausgelegt wird zu, ist sehr naiv, finde ich. Ja? Paulus wusste davon und er sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Wann denn? Der Antichrist wird die Stadt Jerusalem belagern und dann kommt die zum Glauben an Jesus, dann zieht er wieder ab. Dann werden die 3,5 Jahre Evangelium Jesu Christi predigen. Das ist sehr peinlich für die Judenheit. Und nach 3,5 Jahren kommt das Volk eines Fürsten und er dringt in die Stadt und er tötet die wiedergeborenen Menschen in Jerusalem, die Juden sind von ihrer irdischen Herkunft her, ja, oder Israelis, aber die an Jesus glauben. Der tötet alle in Jerusalem lebenden wiedergeborenen Menschen. Der bricht in die Stadt Jerusalem rein, ich sage immer, wie ein Fuchs im Hühnerstall. Und wird alle töten. Ja? Paulus sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, es hat keine Gefahr und dann wird sie das Unheil schnell übereilen, wie der Schmerz eine schwangere Frau und niemand wird entfliehen. Warum nicht? Weil die alle dort in Jerusalem getötet werden. Ein Teil wird fliehen auf die Berge. Warum? Weil Jesus das in der Endzeitrede sagt. Er sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, dann flieht auf die Berge und schaut euch nicht um, das geht ruckzuck, das geht ganz schnell. Der bricht in die Stadt und tötet alle Menschen. Und dann setzt er sich dort ein als Gott und sagt, seht mal, die konnte niemand töten, aber ich schon. Ich bin Gott, ich bin euer Messias. Da läuft es dir kalt den Rücken runter. Davon schreibt die Bibel. Jetzt haben wir einen Tempel, der ist physisch und geistlich. Denn die wiedergeborene Stadt Jerusalem existiert ja geografisch. Die ist geografisch verortbar. Die ist 3D, die hat Stadtmauern, die hat Gebäude. Da kann man reingehen nach Jerusalem. Ich war ja auch schon drin, ja? Irdisch gesehen. Aber wenn die Stadt wiedergeboren ist, ist sie auch geistlich ein Tempel Gottes. Und das ist das, was Paulus hier meint. Ja? Dann kann der Antichrist also in diesen Tempel Gottes kann der einbrechen
kann dort, wie der Doeg, ja, wir haben gestern kurz drüber gesprochen, der Doeg, der die Priesterschaft tötet. Diese Bilder gibt es im Alten Testament schon. Der Antichrist bricht in die Stadt Jerusalem ein und tötet dort die Priesterschaft. Wir sehen gleich, warum das Priesterschaft ist. Und das ist eine verklausulierte Aussage im 2. Thessalonicher 2, die ist nur deswegen verklausuliert, weil wir bei dem Gespräch zwischen Paulus und den Thessalonichern nicht dabei waren. Wenn wir dabei gewesen, er nimmt ja nur Bezug auf ein Gespräch, was stattgefunden hat. Und wir haben dieses Gespräch nicht, wir haben nur die Antwort auf dieses Gespräch. Ja? Das ist das Problem. Und deswegen glaube ich, dass man aus 2. Thessalonicher 2 alleine, vielleicht durch eine Wortstudie, den Sinn nicht erschließen kann. Man muss den Sinn an anderer Stelle finden. Und mit dem Wissen, zum Beispiel der Wiedergeburt Jerusalems, dann zum 2. Thessalonischer Brief gehen. Und dann hat man eine begründete Vermutung, eine vermutende Begründung, was Paulus dort gemeint haben könnte. Dann kommt man dem Vers sehr nah. Ja? Aber aus dem Vers alleine ist die Bedeutung nicht zu erschließen. Für mich ist das nur sehr wichtig, weil die Wiedergeburt Jerusalems sogar das möglich macht, das zu verstehen. Ja? Also wir wenden jetzt praktisch den Schlüssel an und schließen eine Tür auf und machen mal so ein Tor auf und gucken mal, was ist denn da drin. Ja? Und das, was wir gerade aufmachen, ist die Türe, wo es um den dritten Tempel geht. So müsste man es eigentlich einschätzen. Ja? Okay, dann haben wir aber noch diese Stelle hier, Offenbarung 11, mit den beiden Zeugen, ja? Die ja auferstehen und entrückt werden. Auch ein interessantes Thema. Ja? Und da wird Johannes gesagt in Offenbarung 11, Vers 1, steh auf und misst den Tempel Gottes. Ja gut, aber wenn der Tempel Gottes die wiedergeborene Stadt Jerusalem ist, dann müssten wir ja eigentlich die Dinge geistlich anschauen und nicht physisch irdisch. Wir müssten ja etwas geistlich verstehen in diesen Versen. Nicht denken wie Nikodemus, biologisch, ja? Oder baukonstruktiv, wie die Juden damals den Paulus geschimpft haben, ja? Und sagen, hier ist ja der Tempel. Wir müssen das geistlich verstehen. Jetzt gucken wir mal auf die Karte in Israel. Könnte das sein, dass das der Vorhof ist und dass das Heiligtum und dass das Allerheiligste und dass der Altar der Berg Zion ist, auf dem geopfert wird? Das wäre heiliges Land, oder? Könnte es sein, dass wir auf die Karte gucken und schauen, Israel, ja, Gazastreifen, Westbank, irgendwie auch alles noch nicht so, wie es vielleicht mal sein soll, aber könnte es sein, dass wir auf die Landkarte schauen und nicht sehen, was wir sehen? Und wenn wir das geistlich beurteilen, dass wir das dann sehen könnten, dass wir sagen, hier ist ein steh auf und misst den Tempel Gottes und die darin anbeten, ja? Wer betet an? Naja, nur die, die an Jesus glauben können. Wieso sind dann an Jesus Gläubige dann in welchem Tempel? Na, in einem Tempel in Jerusalem, der dann ein Tempel ist im Heiligen Geist. Und dort wird angebetet. Ja? Die tun nicht so, als ob sie anbeten. Die beten tatsächlich an. Aber den Vorhof wirf hinaus. Denn der Vorhof ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. Das sagt das Wort Gottes in Offenbarung 11, ja? Dann könnte man ja verstehen, warum der Vorhof hinausgegeben wird und warum er denn nicht messen soll. Warum denn? Weil Israel zerbrechen wird. Israel zerbricht in zwei Teile, in einen Norden und in einen Süden. Ja, haben wir die ganzen Tage drüber gesprochen. Und immer wenn ich das sage, dann denke ich an das hier. Weil wenn Israel zerbricht in einen Norden und einen Süden, das ist ja alt, Ephraim und Juda, das wird so sein, wie es schon mal war, ja? Wenn Israel dereinst zerbricht in einen Norden und in einen Süden, dann entsteht der Vorhof. Damit entsteht der Tempel. Denn kurz darauf wird Jerusalem belagert und in dieser Belagerung durch ein Heer wird durch Gottes Geist das geschehen, was Zacharja im Nachtgesicht sieht. Leuchteröl beim Leuchter. Ja? Das heißt, wenn man das geistlich versteht, nicht nur geografisch, sondern wenn wir Augen dafür haben, was hier Gott ankündigt, was hier kommen wird, das ist ja Prophetie, ja? Wenn wir das so sehen, dann verstehen wir, warum er sagt, misst den Tempel und den Altar und die darin anbeten, aber den Vorhof vom Tempel, den lass weg, denn der wird den Heiden gegeben, die werden ein Bündnis mit Damaskus machen, Syro-Ephraimitischer Bund, haben wir doch gesprochen von, wisst ihr jetzt alles, ja? Das heißt, wir verstehen das plötzlich viel besser, viel plastischer, was da passiert. Und wenn jetzt in dieser Situation Jerusalem zum Glauben kommen würde und wiedergeboren wäre, dann wäre ja Priesterschaft im Tempel. Ja? Dann könnte ja das tausendjährige Reich anfangen. Ja? Und dann kommt der Antichrist
und macht das alles kaputt. Ja? Das ist der Frevel. Und das ist meiner Meinung nach der Gräuel der Verwüstung. Das ist ein Gräuel, dass im Tempel Priesterschaft ermordet wird. Das hat Doeg gemacht, ein Edomiter. Ja? Und da gibt es viele Bilder im Alten Testament für. Das wird wiederkommen, was wir schon mal gesehen haben. Das heißt also, wenn ich immer erzähle, Israel bricht auseinander, das ist für viele schwer zu erklären und wollen die Bibelstellen haben, ja? Dann denke ich immer schon an das. Wenn Israel zerbricht, wird der Vorhof entstehen. Der Vorhof wird abgetrennt vom Heiligtum und vom Allerheiligsten. Und der Vorhof wird den Heiden gegeben, ja? Weil die, den Norden Israels, den werden die usurpieren. Der falsche Prophet und später der Antichrist, die werden das einverleiben ihrem Reich. Der Vorhof wird den Heiden gegeben. Und der Antichrist wird Jerusalem belagern. Die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate. Das ist ein geistliches Bild. Wir dürfen nichts verstehen wie Nikodemus. Wir müssen geistlich verstehen. Das heißt also, hier steht, und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber den Vorhof, das kann man nicht gut lesen, ne? Aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Das meint der Text. Und das kann man plötzlich anfangen zu verstehen, welche Tiefe das hat, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Das heißt, wir können jetzt Stück für Stück da so einen Schlüssel reinstecken und können das öffnen und können verstehen, was Offenbarung 11 meint und was Paulus in 2. Thessalonicher 2 meint. Und ich empfinde das als etwas Großes, als etwas, was uns aufrütteln sollte. Ja, ja, also die Umkehrbewegung kennen wir schon. Weil eigentlich hat ja alles in Jerusalem angefangen. Und es war reines Judentum. Ja? Und es gab sogar Juden, die haben an Jesus geglaubt und waren trotzdem Eiferer fürs Gesetz. Das heißt, wie kann das denn sein? Ach so, das ist praktisch Ölbaum. Ja. Gemeinhaus in Nation. Ja, und wie. Flora, ja, und wie. Wiedergeburt ist wieder Ölbaum. Wieder Ölbaum, exakt. Ja, okay. Exakt. Und im Prinzip war es damals so, dass das Evangelium speziell von Paulus von den Juden zu den Heiden getragen wurde. Ja. Und die haben gesagt: Nee, wir schon, aber die nicht. Und in der Endzeit sage ich: Das Evangelium geht wieder nach Hause. Und dann sagen die Frommen zu mir: Nee, die nicht. Ja? Ja? Und es ist einfach nur die Rückwärtsbewegung von dem, was wir schon kennen. Ja? Ja? Also was wir haben, ist eigentlich jetzt eine ganz andere Perspektive, als die uns sonst so vorgestellt wird. Ich gehe nochmal hier zurück. Wo wollte ich denn hin? Ja, hier. Das ist eigentlich unser Bild. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich den Tempel, den kennen wir schon, wie der gewesen ist. Und dann kommt praktisch der dritte Tempel, der wir sind. Und der beginnt halt mit Jesus. Dann kennen wir das, ist Apostelgeschichte. Das ist Paulusbriefe, ja, und das ist Offenbarung und wegen mir auch noch Teile vom Hebräerbrief und so, ja. Aber das ist dritter Tempel. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt Roger Libby und alle möglichen evangelikalen Pastoren höre und die sprechen von einem jüdischen Tempel, der noch gebaut werden muss, dann sage ich, woher habt ihr das? Ihr habt vielleicht gesagt, der Antichrist setzt sich in einen Tempel, aber ihr habt nicht die Perspektive, er setzt sich in den Tempel Gottes. Und wenn ich dann diskutiere mit Leuten oder die mich dann auch darauf ansprechen und kritisieren, dann sage ich ja, gut, die Gemeinde Jesu wird im Neuen Testament immer als der Tempel Gottes beschrieben. Dann sagen die zu mir, ja, ja, immer, nur da nicht. Nur nicht in 2. Thessalonicher 2. Sag ich, mit welcher Begründung? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, genau. Ausnahme bestätigen die Regel, genau, ja. Also es gibt für alles Gründe, ja. Das Kleid steht ihnen, ja. Das ist, man kann alles begründen mit irgendwas. Für mich ist nur die Frage, sind die Gründe, sind die belastbar, sind die glaubwürdig? Und die sind vielfach nicht glaubwürdig. Und ich verstehe ja auch das Dilemma, in dem man da zum Teil drin steckt, weil man keine Lösung hat für so wichtige Fragen, die sich da aufgeben. Und für manche ist Bibelauslegung, wir haben das gestern Abend kurz gehabt am Tisch, auch Herrschaftswissen. Ja? Und dieses Herrschaftswissen wird eifersüchtig verteidigt. Ja? Das gibt es halt auch. Ja? Und es gibt Leute, die ganz gerne vorne stehen und erzählen. Das gibt es halt auch. Ja? Ich sage euch ehrlich, ich sitze auch gerne und höre zu. Ja? Ich muss nicht predigen. Ich würde nichts vermissen, wenn ich nicht hier vorne wäre. Ja? Wenn ein Bruder über ein Wort Gottes spricht und ganz einfach so, dann setze ich mich ganz gerne dahin und höre da einfach zu. Ich analysiere das auch nicht. Ich esse das. Ja? Und es ist auch gut. Paulus sagt, ich kann dies und kann jenes. Ja? Und so muss es eigentlich auch sein. Aber
ich greife natürlich mit dem, was ich hier mache, dieses Herrschaftswissen an. Und es ist wie ein Hefeteig, den ich da reinstreue. Das bläht und die kommen gar nicht mehr. Ja, die können das nicht mehr unten halten. Weil so liebe Geschwister wie ihr, die das einfach verstehen und akzeptieren, sagen, das ist ja irgendwie auch verständlich. Und die haben ein Problem, weil ihre Theologie gerade ihnen um die Ohren fliegt. Und zwar mit diesem Zeitpunkt der Entrückung und ihrem verklärten Israel. Das ist alles nicht mehr haltbar. Diese Theologie, Entschuldigung, das ist Theologie aus den 80er Jahren. Das ist so eine Theologie aus dem Kalten Krieg zum Teil. Und die ist nicht mehr haltbar, die Israel total verklärt hat. Es kommt etwas anderes, es kommt etwas Neues. Diese Rom-Theorie fliegt ihnen total um die Ohren, sie wissen das auch. Also ich bin auch froh über jeden, der das kritisch anhört und sagt, das prüfe ich erstmal. Ja? Ich bin froh über jeden, der sagt, das stimmt und ich vertrete das oder predige das auch, ja, bin ich froh drüber. Aber ich habe gar kein Problem, wenn mir jemand sagt, das wollen wir erstmal sehen. Ja, die Beröa-Christen waren edler als die in Thessalonich, denn die prüften, ob das so in der Schrift steht. Und jemand, der mir kritisch gegenüber ist und sagt, da lese ich erstmal meine Bibel, das ist mir lieb, der kommt dann 4 Monate später und sagt, ich habe das alles geprüft, du hast recht. Der steht dann aber auch, wenn der Druck kriegt, ja, der steht, ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist 65, hast einen Doktortitel und kannst den auf den Müll schmeißen. Ja. So, also das ist auch schon ja. Natürlich. Und ich habe da großes Verständnis für, ja? Bitte? Was denn? In die Hölle schmeißen. Ja. Stellt euch vor, ihr habt Bücher drucken lassen über die Rom-Theorie in den ganzen Keller voll, ja? Tausende von Büchern und die müssen ja auch verkauft, das ist ja auch Geld, ja? Und einerseits habe ich da Verständnis für, dass man sagt, ich habe da 30 Jahre falsch gesehen. Ja? Oder wenn man Probleme hat, das zuzugeben. Und auf der anderen Seite habe ich ein Problem damit, dass es nicht zugegeben wird. Ja, also beide Seelen schlagen da ein bisschen in meiner Brust. Ich habe Verständnis für die Brüder, weil es ist natürlich schon heftig, dass die zugeben müssten, sie hätten sich geirrt, wo die Doktorarbeiten zugeschrieben haben. Und auf der anderen Seite halten sie die Gemeinde Jesu auf. Ja, und das ist eigentlich ein Drama. Ich habe, bitte? Das Schlimme ist ja, dass man die Annahmen zu Fixpunkten macht. Das ist richtig. Ja, das Schlimme ist, dass man die Annahmen zu Fixpunkten macht. Ja? Also man sagt, auch wenn ihr genau hinhört in der Auslegung zu 2. Thessalonicher 2, ja, es kann sein, dass da der Heilige Geist gemeint ist, es kann sein, dass Paulus dies meint, es kann sein, dass die einen Brief bekommen haben, dass in dem steht, dass sie jetzt schon in der Drangsal wären. Es kann sein, so, und jetzt hat man lauter Es-kann-sein-Äußerungen. Und während der Predigt könnt ihr das beobachten, wie diese Kann-sein-Äußerungen plötzlich zu einem Dogma werden, dem man nicht mehr widersprechen darf. Ich komme aus der Brüdergemeinde, ja, also so von meinen Ursprüngen her, und da ist das so. Und die wissen das auch, also sie sind halt Annahmen, die nehmen so 3-4 Annahmen auf und auf diese schwachen Füße bauen sie dann ihren Koloss, ja, auf tönernen Füßen, ja. Und dieser Koloss verbietet dir den Zeitpunkt der Entrückung anzuzweifeln. Na gut, ich bin nicht so ins Detail, aber das ist halt ein Problem, ja, dass man aus Annahmen ein Dogma macht. Ja, und das würde ich mir erlauben wollen, und das darf ich ja auch, weil ich bin ja gar nicht da aus der Kaste, ja, bin ja eigentlich ein Externer, dass ich einfach da Fragen stelle dran. Aber irgendwann hören die auch auf zu antworten, ja, die wollen das nicht mehr beantworten, ja. Wir haben noch 2 Minuten bis 11:30, ja. Ja, eine kurze Frage. Ja, ja. Ja, okay, ja, ja. Einverstanden. Also, wenn ich die Grafik hier zeige, dann habe ich immer den Eindruck, die nützt genauso, wie sie auch verwirrt, ja. Das ist eine grobe Näherung im Text. Man muss die Grafik eigentlich wieder wegtun. Ja? Wenn man das ganz ernst nehmen würde, dann müsste man ja sagen, steh auf und misst den Tempel Gottes, dann wäre das nur Jerusalem. Ja? Aber in dem Zusammenhang sagt er eigentlich, misst den Tempel Gottes, ja? Und die darin anbeten. Aber das hier, das schmeiß raus. Denn das hier wird den Heiden gegeben. Das gehört nicht zum Tempel. Das bricht ab. Ja? Dann wäre, aber es ist gut, dass du das fragst, dann wäre das Tempel. Dann wäre, ja, Jerusalem. Und was wäre denn, wenn durch das Zeugnis derer auch in Juda im Süden Menschen zum Glauben kommen und wenn Jerusalem angegriffen wird, dass die dann auf die Berge fliehen hier, auf die jüdischen Berge hier runter, ja? Und dass die eine Zeit lang dort am Leben bleiben und bewahrt bleiben, bis Christus wiederkommt, ja? Aber es ist gut, dass du fragst, ja? Weil dann könnte man sagen, misst den Tempel und die darin anbeten, aber das hier nicht. Ja, sondern nur hier wird angebetet, ausgehend von Jerusalem und Umland. Wenn Jerusalem angegriffen wird und dort die Priesterschaft im Tempel getötet wird, im Heiligtum oder wie man, das ist so schwer auszudrücken, ja? Du verstehst, ja? Aber es
geht dann nicht aus dieser Textstelle hervor. Das ist so. Matthäus, ja? Genau, exakt. Genau, ja. Dass Jesus sagt, wenn ihr seht den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen, wo er nicht stehen soll, ja. Und der Gräuel der Verwüstung ist meiner Meinung nach, der wird nicht aufgerichtet als römische Feldstandarte. Das hört ihr auch immer. Sondern der wird angerichtet, wenn der wiedergeborene Überrest hier gemeuchelt wird im Tempel. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Das ganze Land wird verwüstet. Die Verwüstung wird groß sein. Daniel 9. Die Verwüstung wird bis zum Ende dauern. Und der Gipfel der Verwüstung Israels ist, dass die Gläubigen hier getötet werden. Das ist mein Verständnis davon. Ja? Dann sind wir am Ende, oder? Ja? War noch eine Frage, oder? Der Tempel Gottes samt dem Altar. Ja, den Altar würde ich mal so als Berg Zion deuten wollen. Jesus sagt mal, glaube ich, in Johannes 12 oder Johannes 13, da warnen die Menschen und sagen, der Herodes will dich töten. Da sagt Jesus zu dem Herodes, sagt diesem Fuchs, ich wirke heute, morgen und am dritten Tage. Und es kann nicht angehen, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Das ist ein komischer Satz. Warum dürfen denn die Propheten, warum kommen die alle in Jerusalem um? Weil dort der Berg Zion ist. Das ist der Opferaltar jetzt, wenn ihr unsere Landkarte sehen würdet. Das ist ein geistliches Bild, was Jesus da hat. Ja? Jetzt, wir schließen ab. Alle Fragen nachher persönlich an mich, oder? Wir wollten pünktlich sein, oder? Ist ja eine Tugend auch, wenn auch nicht biblisch, habe ich gelernt. Ja? Schön, Gottes Segen euch. Ja? Dankeschön.